Hallo, Lichtgeschwindigkeit Nummer 708. Ja, stimmt. Montag, 27. Dezember 2010. Der Markt der Ideen, 11. Teil. Ich möchte dazu sagen, die Grundstruktur des Marktes der Ideen ähnelt ein bisschen dem Guggenheim-Museum in Manhattan in New York, das von außen ein bisschen aussieht wie ein Schneckenhaus. Und wenn man aber hineingeht, dann ist das anders als beim Schneckenhaus, wo sozusagen ein Wandelgang ist, der geschlossen ist, beim Guggenheim-Museum in der Mitte, das offen ist. Man kann sich also wunderbar von oben herabstürzen. So, jetzt geht man langsam, 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 leicht ansteigend, immer im Kreis. Herum, 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 herum und kann immer in der Mitte reingucken, so. Und an diesen Gängen hängen Kunstwerke und rechts und links davon gehen sozusagen immer Öffnungen, Durchgänge zu Räumen. Das heißt, an dem Wandelgang nach oben, dem Aufstieg, sind dann immer jeweils auf der Höhe, wo man gerade ist, Öffnungen. Da kann man in Kammern gehen, da ist dann eine Kammer mit Paul Klee oder eine Kammer mit irgendeinem anderen Maler. Guggenheim in New York ist ja ein modernes Kunstmuseum, also ich würde so sagen, von ab Picasso aufwärts, aber nicht zeitgenössische Kunst eigentlich. Und die machen auch zeitgenössische Ausstellungen parallel dazu. Guggenheim Museum New York, so ähnlich ist das mit dem Markt der Ideen. Ich habe hier mein Textbuch, aber es kommen immer rechts und links wieder Einschübe, die der ganzen Sache neue Beleuchtungen oder andere Akzente oder Anstimmungen geben. Und ich möchte deshalb sagen, ich bin sehr dankbar darüber, dass es zum Beispiel solche Bücher gibt. Erhard Neubert, verdienter Schriftsteller in der Gauck-Behörde, jetzt Birtler-Behörde. Ich habe heute ein Interview mit Frau Birtler gehört, zu der Arbeit, die dort gemacht wird. Solche Bücher sind zu lesen, aber sie sind auch wissenschaftlich gemacht. Das heißt, sie haben unter anderem ein Register und dann ist das ein Sachregister oder ein Namenspersonenregister und so weiter. Und dann kann man, wenn man auf dem Markt der Ideen Namen trifft, zu denen man etwas Bescheid wissen will, kann man gucken, zum Beispiel hier Christa Wolf, dann sind da die Seitenzahlen und dann habe ich alles nachgelesen über Christa Wolf und dann weiß ich ein bisschen Bescheid. Also Christa Wolf war nicht nur in der SED und sie ist auch nicht aus der SED jemals ausgeschlossen worden, soweit ich das diesem Buch entnehmen kann. Ich habe auch noch andere Bücher. Aber sie war außerdem noch IM Margarete. Also wer in der SED ist und zusätzlich noch IM, der hat schon ein ziemlich starkes Mandat. Sowas kann man dann unter anderem hier in diesem Buch nachschlagen. Was haben die Leute im Laufe der Geschichte so gemacht? Also oder hier, Dona Nobis Pacem, das ist der Herbst 89 in Leipzig in der Nikolaikirche, wo ich in den 90er Jahren mal gewisse Einkenntnisse, Ortskenntnisse gewinnen konnte, die Personen, die da auftauchen. Und dann gibt es ein Register, da kann man den Namen nachgucken. Also hier, Trobadora Beatrix Amanda, das Riesenweib mit dem verschiebbaren Unterleib, Irmtraut Morgner, SED-Mitglied. Das ist nicht schlecht. Das habe ich hier, Günter Kunert zum Beispiel, den ich wirklich sehr schätze. Wunderbarer Schriftsteller und Lyriker und auch Maler, war auch in der SED, bis sie ihn rausgeschmissen haben. Hier Christa T., Christa Wolf oder zum Beispiel auch interessant, SED-Mitglied Volker Braun, den sie dann irgendwann ausgeschlossen haben. Oh, ich habe mich schwarz gemacht. Sarah Kirsch, Lyrikerin, SED-Mitglied, auch irgendwann aus der SED ausgeschlossen worden. Die Pantherfrau, so ein epochales Buch für die DDR-Literatur. Hier, den kennt ja jeder. Georg Lukács, Wolfgang Harichs Freund. Das ist alles nicht witzig, aber es ist auf dem Markt der Ideen und die Frage ist dann immer, was lernt uns das?
Der gegenwärtige Produktionsapparat ist also einerseits diese gigantische Maschine zur psychischen und physischen Mobilisierung, zum Aufsaugen der Energie der überschüssig gewordenen Menschen. Andererseits ist er diese Maschine zum Aussortieren, die den konformen Subjektivitäten das Überleben gewährt und alle Risikoindividuen im Stich lässt, alle jene, die einen anderen Gebrauch des Lebens verkörpern und ihm gerade dadurch widerstehen. Auf der einen Seite erhält man die Gespenster am Leben, auf der anderen lässt man die Lebenden sterben. Das eben ist die spezifisch politische Funktion des gegenwärtigen Produktionsapparates. Sich jenseits und gegen die Arbeit zu organisieren, aus dem Regime der Mobilisierung kollektiv zu desertieren, die Existenz einer Lebenskraft und einer Disziplin in der Demobilisierung selbst zum Ausdruck zu bringen, ist ein Verbrechen, das eine Gesellschaft in Bedrängnis nicht bereit ist, uns zu verzeihen. Es ist tatsächlich die einzige Art, sie zu überleben. Einfacher, lustiger, mobiler, sicherer. Und dass man uns nicht mehr von der Stadt und von dem Land erzähle und noch weniger von ihrer antiken Gegensätzlichkeit. Was sich um uns herum ausbreitet, ähnelt dem weder von nahem noch von weitem. Es ist eine einzige urbane Fläche, ohne Form und ohne Ordnung, eine trostlose, unbestimmte und unbegrenzte Zone, ein weltweites Kontinuum von musealen Hyperzentren und Naturparks, von Großwohnanlagen und riesigen landwirtschaftlichen Betrieben, von Industriegebieten und Siedlungen, von Ferienwohnungen auf dem Lande und trendmäßigen Bars, die Metropole. Es hat die antike Stadt, die mittelalterliche Stadt oder die moderne Stadt wirklich gegeben. Es gibt keine metropolitane Stadt. Die Metropole will die Synthese des ganzen Territoriums. Alles wohnt in ihr zusammen, nicht so sehr geografisch gesehen, sondern durchs Maschenwerk ihrer Netze. Gerade weil ihr Verschwinden sich vollendet, wird die Stadt jetzt als Geschichte fetischisiert. Die Manufakturen in Lille werden Veranstaltungssäle. Das betonierte Zentrum von Le Havre ist Kulturerbe der UNESCO. In Peking werden die Hutongs, die die verbotene Stadt umgeben, zerstört und für die Neugierigen baut man falsche wieder auf, ein bisschen weiter weg. In Troyes lebt man Fachwerkfassaden auf Gebäude aus Leichtbaustein, eine Kunst des Abklatsches, die an die Buden im viktorianischen Stil von Disneyland Paris erinnert. Die historischen Zentren, lange Zeit Stätten des Aufruhrs, finden artig ihren Platz am Organigramm der Metropole. Sie sind dort dem Tourismus und dem ostentativen Konsum zugefallen. Sie sind die kleinen Inseln der wahren Zauberwelt, die man durch den Jahrmarkt und die Ästhetik, aber auch durch Gewalt aufrecht erhält. Die erstickende Rührseligkeit der Weihnachtsmärkte bezahlt man mit immer mehr Wachleuten und Patrouillen der Ortspolizei. Die Kontrolle integriert sich ausgezeichnet in die Landschaft der Ware, wobei sie jedem, der will, ihre autoritäre Seite zeigt. Die Epoche gehört der Mischung aus leichter Musik, Teleskopschlagstöcken und Zuckerwatte. Was für eine polizeiliche Überwachung diese Verzauberung voraussetzt.
Dieser Geschmack am authentischen, in Anführungsstrichen, und an der Kontrolle, die dazugehört, begleitet das Kleinbürgertum in seiner Kolonisierung der Arbeiterviertel. Aus den Innenstädten vertrieben ist es dort auf der Suche nach einem Stadtteilleben, das es niemals zwischen den Phoenixhäusern, das sind standardisierte Einfamilienhäuser, finden würde. Und durch die Vertreibung der Armen, der Autos und der Immigranten, durch das gründliche Aufräumen, das Ausrotten der Mikroben, zerstört es genau das, was es dort gesucht hatte. Auf einem Gemeindeplakat reicht ein Straßenreiniger einem Gesetzeshüter die Hand, der Slogan Montauban, eine saubere Stadt. Der Anstand, der die Urbanisten dazu zwingt, nicht mehr von der Stadt zu sprechen, die sie zerstört haben, sondern von dem Urbanen, sollte sie auch dazu bringen, nicht mehr von dem Land zu sprechen, das nicht mehr existiert. Was es an Ort und Stelle gibt, ist eine Landschaft, die man den gestressten und entwurzelten Menschenmengen vorführt, eine Vergangenheit, die man schön inszenieren kann, jetzt, wo die Bauern auf so wenig reduziert wurden. Es ist ein Marketing, das man über ein Territorium ausbreitet, wo alles aufgewertet oder als Kulturerbe dargestellt werden muss. Es ist immer dieselbe eisige Leere, die noch die abgeschiedensten Kirchtürme erobert. Die Metropole ist dieser gleichzeitige Tod von Stadt und Land an der Kreuzung, an der alle Mittelklassen zusammentreffen, in diesem Milieu der Klasse der Mitte, die sich von der Landflucht bis zur Periurbanisierung ewig ausdehnt. Zur Versiegelung des Weltterritoriums passt der Zynismus der zeitgenössischen Architektur. Ein Gymnasium, ein Krankenhaus, ein Medienzentrum sind Variationen desselben Themas: Transparenz, Neutralität, Uniformität, wuchtige und fließende Gebäude, die entworfen wurden, ohne wissen zu müssen, was sie beherbergen werden und die genauso gut hier sein könnten wie irgendwo anders. Was tun mit den Bürotürmen von La Défense oder den Einkaufszentren von Pardieu in Lyon oder von Euralille? Der Ausdruck brandneu beinhaltet ihre ganze Bestimmung. Ein schottischer Reisender bestätigt, nachdem die Aufständischen im Mai 1881 das Pariser Rathaus verbrannt haben, die einzigartige Pracht der in Flammen stehenden Macht, Zitat: Niemals habe ich mir etwas Schöneres vorgestellt. Es ist wundervoll. Die Leute von der Kommune sind scheußliche Schurken, das bestreite ich nicht. Aber was für Künstler. Und sie sind sich ihres Kunstwerkes nicht bewusst geworden. Ich habe die Ruinen von Amalfi gesehen, umspült von den azurnen Fluten des Mittelmeers. Die Ruinen der Tempel von Tung Hoa im Punjab. Ich habe Rom und noch vieles andere gesehen. Nichts kann mit dem verglichen werden, was ich heute Abend vor Augen hatte. Im Maschenwerk der Metropolen gefangen bleiben wohl einige Fragmente Stadt und ein paar Reste Land übrig. Aber das Lebendige, das hat in den sogenannten sozialen Brennpunkten Quartier bezogen. Das Paradox will, dass die Orte, die am offensichtlichsten unbewohnbar sind, als einzige noch auf gewisse Weise bewohnt werden. Eine alte, besetzte Bruchbude wird immer bevölkerter wirken als diese Komfortwohnungen, in denen man nur seine Möbel abstellen und die Dekoration perfektionieren kann, während man auf den nächsten Umzug wartet. Die Elendsviertel sind in vielen Megapolen die letzten lebenden, lebenswerten Orte und, das ist wenig überraschend, auch die tödlichsten.
Sie sind die Kehrseite des elektronischen Dekors der globalen Metropole. Die Schlafstätte der nördlichen Vorstadt von Paris, die von einem auf Jagd nach Einfamilienhäusern gegangenen Kleinbürgertum verlassen und durch die Massenarbeitslosigkeit dem Leben zurückgegeben wurden, strahlen nunmehr intensiver als das Quartier Latin durch das Wort, genauso wie durch das Feuer. Danke für den Aufruf. Es lohnt sich, diese Beiträge alle anzuhören, denn es entwickelt sich etwas. Danke.